Ja, hallo. Ich bin Jean von Gaspar Hirschert. Ich bin alleine. Wir sind jetzt auch leider nicht in der Lage, mal eben irgendwie eine kleine Session zu starten, all dieweil wir in zwei Städten wohnen und jetzt mit den Feiertagen, das war alles zu kurzfristig. Wir haben uns mega über die Einladung fürs Between the Days gefreut. Wir waren zweimal schon dabei und irgendwie haben uns immer mega gefreut über den Mega-Technik-Alarm, den ihr da aufgefahren habt und das tolle Licht und den Nebel und irgendwie, ey, wow, echt, und den Sound. Ja, den Sound. Ja, all das vermissen wir sehr, sehr, sehr. Wir haben im Januar unser letztes Konzert gespielt. Aber wir werden gleich ein kleines Video von Gaspar Hirschert sehen, damit ihr so ein bisschen wisst, was wir gerade so machen. Das ist so ein bisschen schwierig, weil unsere Musik lebt einfach von dem Direkten und dem Zusammen. Das ist halt eine Party. Ja, es ist immer so, das Ding so, ey, mach doch einfach ein Livestreaming. Oder beantragt einfach Hartz IV, ALG II, keine Ahnung, ihr seid doch irgendwie Musiker, ihr kriegt das schon hin. So, und irgendwie, das ist irgendwie quasi unser Luxusproblem. Auf der Welt gibt es andere Probleme und irgendwie unter anderem Leute, die aus den Lagern nicht rauskommen und irgendwie quasi, wo man den Eindruck hat, die werden einfach da mit Corona hinter Mauern gesteckt und man wartet einfach ab, bis alle tot sind oder was? Keine Ahnung, auf jeden Fall scheiße. Und ein kleines Video, ein kleiner Ausschnitt von einem Stream von meiner anderen Band, Unicorn Partisans. Da ist es ein bisschen leichter mit dem Stream und so, weil alles digital. Super, super schade und aber muss die Chance nehmen und dazu sagen, dass wir diese Maßnahmen halt unterstützen und richtig finden. Was wir nicht richtig finden, ist die Verteilungsfrage, die hat sich schon vor Corona gestellt und die stellen wir immer wieder. Das heißt, wer wird unterstützt, wer nicht? Das heißt, wo fehlen die Masken, wo nicht? Wer kriegt die Schutzausrüstung und wer nicht? Das heißt, in Altersheimen fehlen sie, in Krankenhäusern fehlten die Masken. Das trifft einfach die Ärmsten der Armen. Die einen kriegen Nachforderungen, die anderen irgendwie kriegen es wirklich, hat man den Eindruck, wirklich in den Arsch geblasen. Und das tut weh und vor allem trifft es mal wieder die kleinen Kneipen, die kleinen Clubs, die kein Außengelände haben. Die trifft's und das ist bei den Bands auch, bei den Bands auch so, bei den Technikern etc. ist es auch so. Die den langen Atem haben oder irgendwas im Background haben, die überleben und die anderen halt gucken in die Röhre und es ist halt echt scheiße so. Wir haben schon eine echt nette Community, die uns unterstützt mit Spenden und so. Das ist schon echt der Wahnsinn an Solidarität. Aber es ist halt auch so, den langen Atem hatten wir auch nicht gedacht, dass wir den haben müssen bis nächstes Jahr. Wir gehen völlig leer aus, weil wir einmal als Solo selbstständig doch nicht und dann sind wir wieder eine GbR davor und sonst was. Also an uns sind alle Corona-Maßnahmen quasi vorbeigegangen. Das ist alles ziemlich scheiße. Das heißt, wir sind seit Januar tatsächlich keine Konzerte, kein Geld. So ist es. Es ist einfach super bitter und traurig und es wird ziemlich viel vor die Hunde gehen, das ist uns klar. Und wir hoffen einfach, dass irgendwie ja, die Solidarität groß ist und wir uns gegenseitig unterstützen können. Und insofern, also keine Ahnung, gilt auch, was weiß ich, Between the Days und die Leute, die Streaming machen, die Leute, die irgendwie den ganzen Technikkram mal wieder aufbauen und so weiter, um das möglich zu machen. Ey, danke, danke, danke. Danke für alle, die es möglich machen. Und scheiß ja.
Fuck. Aber darüber hinaus ist es halt so, wir können uns beschweren, es ist scheiße, es ist schade, wir live und so weiter, wir können rumheulen und so, aber wir sind nicht eingepfercht, wo Leute medizinische Hilfe nicht ankommt, die wahrscheinlich davon träumen können, irgendwann geimpft zu werden, während wir hier irgendwelche Idioten haben, die Impfungen vor Impfen warnen und so weiter. Sonst ist es einfach zum Kotzen. Und genau, insofern, also keine Ahnung, wir haben es halt scheiße, aber wir haben es halt noch, uns geht es relativ gut. Viel Spaß und viel Spaß beim Between the Day und wir hoffen, dass wir uns dann irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht wieder auf der tollen Bühne wiedersehen. Ja, macht's gut, bleibt gesund und ja, die Verteilungsfrage. Tschüss. Nicht gewonnen.